Ich denke, wir fahren ins Blaue. Das klingt doch schon mal gut. Was sich im Auspuff entzündet. Ganz umweltfreundlich. Hallo, ihr schönen Menschen. Herzlich willkommen im Jahre 1991. Ein gewisser Michael Schumacher dreht seine ersten Runden in der Formel 1 und Audi beendet eine Ära, muss man ja schon sagen, von über 50 Jahren, glaube ich, oder über 40 Jahren ohne echtes eigenes Cabrio. Das erste Nachkriegs-Audi Cabrio wird im Juli 91, geht im Juli 91, glaube ich, in den Verkauf und deins ist eins der ersten. Genau. Ja. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist. Hallo Peter. Ja, wir sind ja zurück, versetzt ins Jahr 1991. Das ist einer der ersten 2000 Stück. Also du hast ja gerade gesagt, fast noch Vorserie eigentlich. Ja, also in vielen Schaltern, die gewechselt werden mussten, stand hinten auf der Rückseite noch Muster drauf. Ach cool. Ja. Ich würde sagen, ich bin total gespannt, da gleich noch mehr drüber zu erfahren. Ihr wollt aber natürlich das Auto sehen. Kleiner Spoiler-Alarm, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, es wird leuchtend. Horn ab. Ich stelle ja sonst an der Stelle immer am liebsten die Frage, wie bist du zu dem Auto gekommen, aber jetzt interessiert mich tatsächlich noch so ein kleines bisschen mehr über die Geschichte. War das denn viel, was jetzt gewechselt werden musste, oder ist in der Vorserie die Qualität noch nicht ganz so gewesen? Also dass viel gewechselt worden werden müsste, weil das noch nicht ausgereift war, würde ich jetzt so nie sagen. Ja. Also die Qualität, die da Audi an den Tag gelegt hat, war recht hoch. Von Anfang an? Von Anfang an. Mhm. Wir haben eine vollverzinkte Karosserie. Sehr nützlich für all jene von uns, die schon recht ihre Erfahrung mit Rost gemacht haben. Auf jeden Fall. Wir merken gerade, Petrus meint es nicht ganz so gut mit uns. Das ist faszinierend. Ich fahre zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder Cabrio. Wir sind keine 5 Minuten unterwegs und es fängt an zu tröpfeln. Das ist ja unglaublich. Können wir hier irgendwo dem Regen davonfahren? Naja, wir gucken mal hoch. Ich denke, wir fahren ins Blaue. Das klingt doch schon mal gut. Ja, ansonsten habe ich gestern noch versucht, ein kleines bisschen Hintergrundrecherche zu betreiben. Es ist das zweite Mal, dass ich einen alten Audi fahre. Zum zweiten Mal ein Audi 80, oder der heißt ja eigentlich nicht offiziell Audi 80, basiert aber auf dem Audi 80 B3, glaube ich. Und auf dem Coupé auf jeden Fall. Typ 89. Mhm. Das Coupé heißt genauso, altbewährte Großserientechnik. Was, glaube ich, auch das ein gutes Motto ist, wenn man ein neues Modell bringt und versucht damit so ein bisschen in den Kreis der Premium-Cabrios vorzustoßen, BMW 3er anzugreifen, altbewährte Technik, keine Risiken eingehen und ein schönes zeitloses Kleid bauen. Das hat Audi meiner Meinung nach sehr gut getan. Allerdings, wir haben vorhin kurz über den Preis gesprochen, irgendwas zwischen 57.000 und 59.000 D-Mark. Ja. Das war schon ambitioniert. Und wir sitzen hier am absoluten Kassengestell. Das Einzige, was der damalige Käufer angekreuzt hat, ist ein Kassettenfach in der Mittelkonsole. Wobei, selbst beim Kassengestell habe ich ja gerade schon gestaunt. Sitzheizung, elektrische Fensterheber an Bord. Elektrische Spiegel. Wow. Und das mechanische Verdeck in dem Fall. Auf jeden Fall. Weil es das elektrische wohl erst ab 1993 gab. Und die
Choreografie wird hier nicht betrieben durch 30 verschiedene Elektromotoren, sondern durch Muskelkraft, und das dürft ihr euch jetzt mal anschauen. Während der Wind langsam durch die Haare der Kamerafrau streicht. Langsam ist gut. No. Denn wir sitzen hier ja in einem Vollcabrio ohne Windschutz mit einer wunderschönen Linie im offenen Zustand und zumindest etwas Windschutz bei geöffneten Scheiben. Geschlossen. Habe ich geöffnet gesagt? Du hast geöffnet. Siehst du, ich bin geistig schon im Vollcabrio-Modus. Passend zu dem blauen Himmel, der sich da so ein bisschen ankündigt. Und dem Fünfzylinder, den man so herrlich singen hört. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn zum Modellstart gab es ja nur den Fünfzylinder. Genau. 2,3 Liter, 133 PS, ich glaube 180 Newton oder irgendwie sowas soll er haben. Ja, und die 133 PS, die soll er haben. Wie wir alle wissen, hat er das leider nicht. Ist eigentlich traurig, dass die Audi so ein bisschen nach unten streuen, aber was ich angenehm finde, die Klangkulisse beim Dahingleiten, mal aufs Gaspedal tritt. Ich würde sagen, man schwimmt so mit, wa? Man schwimmt gut mit. Aber es ist halt kein Beschleunigungswunder. Weshalb wir auch kein Zeitenmessen machen, weil ich glaube, das würde dem Auto irgendwie so nicht ganz gerecht werden. Mich würde zwar trotzdem irgendwann mal interessieren, Audi 5-Zylinder, Audi 80, Audi 90, wie die heute noch so gehen. Aber das wird dann ein anderes Video, denn jetzt interessiert mich ja, wie ist dieses schöne orangefarbene Wunder bei dir gelandet? Also Ausgangsfarbe ist natürlich nicht dieses wunderbare Opel Calibra Kupfer Apache, wie es genau heißt. Ach, hast du die Calibra Farbe? Ja, ist eine Calibra Farbe. Ach, wie cool. Passt in die Zeit. Ja. Ursprünglich ist er grün gewesen und wahrscheinlich war Neid im Spiel. Bei den Vorbesitzern war jemand, den nicht ganz so gut gesonnen. Auf jeden Fall war die ganze rechte Seite mit dem Schlüssel dekoriert worden. Ach du Scheiße. Ja, das sah nicht so schön aus. Und nach 12 Jahren war auch das Verdeck nicht mehr ganz das. Da hat er halt ein neues Verdeck gekriegt und in dem Zug eine neue Lackierung und die Innenausstattung hat auch ein neues Farbkleid bekommen. Ich finde das ja so herrlich stimmig, ne? Ja, so vom, ich sag mal, in meinen ursprünglichen Formaten, so mit Plus und Minus, wäre mir das definitiv einen riesengroßen, fetten Pluspunkt wert. Aber ich bin echt am Überlegen, ob das noch so Sinn macht, weil die Standardfragen sind ja eigentlich immer, was kann das Auto besonders gut und besonders nicht gut? Und du hast den ja seit 98, glaube ich, bei dir. Ja. Gibt es da denn irgendwas, wo du sagst, das kann er so gut, deswegen habe ich ihn so lange gehabt? Also Klingen kann er gut. Das ist voll nutzbar im Alltag. Völlig alltagstauglich. Im Kurzstreckenbetrieb sehr durstig. Das habe ich fast befürchtet. Also wenn man ihn rein Kurzstrecke und Stadt bewegt, genehmigt er sich auch gern mal 14 Liter. Eieieiei. Allerdings Langstrecke und Autobahn, wenn man es nicht übertreibt, sind wir bei 9,5 Liter. Ist ja dann wieder okay. Das ist wieder okay. Also es ist tatsächlich an damaligen Maßstäben gemessen ein massives Auto gewesen, 1350 Kilo ungefähr Leergewicht. Nach heutigen Maßstäben ein Mittelklasse-Cabrio mit 1350 Kilo, glaube ich, gibt es nicht mehr. Das wäre auch gleich ein Nachteilspunkt oder ein Minuspunkt. Die Karosse ist nicht sehr verwindungssteif. Okay. Vielleicht kann man sogar an den Bildern der Kamera sehen, die an der Frontscheibe befestigt ist, dass die etwas zappeln. Es kommt eine längere Gerade, da kannst du mal wieder die Sporen geben. Du kannst gerne bis 6 drehen. Vielleicht kommen wir gar nicht. Da
der Kamerafrau zuliebe. Ja. Ich weiß, wer nachher meine Haare kämmen darf. Liebe Freunde, ein ganz großes Like bitte für die Kamerafrau, die hier den Fahrtwind abkriegt. Schön. Ja, auf der zweiten Reihe ist es ohne Windschutz. Was man, die zweite Reihe kann man nur ohne Windschutz nutzen. Ja. Sehr bewegt. Schönes, lebendiges Wortspiel. Gab es denn einen Windschutz für den? Ja. Ja, jetzt hat man doch deutlich das Gefühl, das Auto arbeitet. Definitiv. Du kannst es auch deutlich vernehmen, wie die Scheiben, wie es alles... Ja, das hat mir so bei der Bodenwelle so ein bisschen Angst gemacht, als die Scheiben geklappert haben. Wir haben viele Leute drauf fahren gelernt. Okay. Auf dem Wagen. Ach, war so ein bisschen persönliches Fahrschulauto. Ich bin mit meiner Ex-Frau, die hat ja drauf das Auto fahren gelernt. Mhm. Meine Tochter hat ja drauf das Auto fahren gelernt. Ach cool. Meine Schwägerin, meine große Nichte. So hat der Audi einmal so die Familiengeschichte mitgestaltet. Ja, ja. Uns ist noch die erste Kupplung. Perfekt, das ist ein Indiz an die Qualität im Hause Audi Anfang der 90er. Und wenn du das Gaspedal betätigst, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, es geht erst leicht und dann gibt es eine Stelle, ab der wird es ein bisschen schwerer. Okay. Das ist dann auch die Stelle, ab der du tiefer in die Tasche greifst. Ach so. Das, ja, gut zu wissen. Gibt es den Eco-Bereich und den mit weniger Eco? Das ist halt eine KE-Tronic als Einspritzanlage verbaut. Und ab da, wo es schwer geht, macht er halt die große Klappe auf. Ja. Da bin ich jetzt definitiv in dem Bereich. Habe ich gerade gemerkt im Fuß. Man merkt sonst einen kleinen Unterschied, ne? Ja. Kleines bisschen Angeber-Hintergrundwissen noch für euch. Es war nicht nur das erste Audi Cabrio der Nachkriegszeit. Es war auch das erste Cabrio überhaupt, das mit einem Turbodieselmotor ausgeliefert wurde, nämlich mit einem der legendären alten 1.9er TDI. Motorenseitig hatten wir hier neben dem 5-Zylinder, den es leider meiner Meinung nach nur die ersten 3 Jahre gab, ja, auch 4-Zylinder-Motoren und dann den 2.8er V6, noch den echten Audi V6, nicht den VR6, den es ja ab 1989 im VW Passat gab, aber mit den gleichen Eckdaten als 2.8er mit 174 PS. Genau. Ich unterstelle dem mal, der wird sehr angemessen motorisiert sein. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Motor so schon kennengelernt. Für diejenigen, die gerne mal so ein bisschen, kleines bisschen mehr Leistung als ausreichend haben. Und hier wären wir dann, glaube ich, kann man so sagen, die Vernunftmotorisierung? Also die Vernunftmotorisierung wäre der 2.0e mit 115 PS. Aber meinst du nicht, der ist dann ein bisschen schwach auf der Brust in so einem Auto? Schreibt mal drunter, es ist ja oft auch subjektiv, was der eine als schwachbrüstig empfindet, ist für den anderen vernünftig und vollkommen ausreichend. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und wenn ihr das Video feiert, das Auto feiert, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr uns auch einen großen, dicken, fetten Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und ganz wichtig die Glocke anmacht, damit ihr bei neuen Videos hier auf dem Kanal PS-Blick, egal ob mit Audi, BMW oder Honda, Toyota im Vordergrund, nichts mehr verpasst. Die Leistungsdaten auf dem Prüfstand bei Marco. Ja. Degenhardt. Grüße gehen raus. Sprechen eine andere Sprache, da ist der 2.0 dem 2.3 fast ebenbürtig. Oh, erstaunlich. Es fehlt ein bisschen an Drehmoment und natürlich am Sound. Was ich auch immer als großen Pluspunkt empfinde, ist die Sachlichkeit im Design. So Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich empfinde es als wahnsinnig entspannt, analoge Instrumente zu haben, die Infos, die man braucht. Und hier in dem Fall hast du ja noch Öldruck und Batteriespannung nachgerüstet und Öltemperatur. Das ist original. Das ist original? Das ist original. Oh, krass. Also an dem Auto ist nicht wirklich viel gemacht. Schaltknopf ist nie original, aber das war's an sich. Also das Radio ist auch nie original, ist ein Zubehörradio aus den 2000ern. Ja. Aber ansonsten, das Lenkrad ist nie original. Das ist das Auto im Originalzustand. Schön, schön altmodisch ohne Airbag. Aber ja, da staune ich ja, weil diese Anzeigen, gerade so in der Anordnung, habe ich bisher eigentlich nur irgendwo so als Nachrüst gesehen, dass Audi das damals original eingebaut hat.
das ist mir auch einen riesen dicken, fetten Extra-Pluspunkt wert, weil ich in ganz vielen Videos auch schon gesagt habe, wie nützlich so eine Öltemperaturanzeige ist. Man würde ja wahrscheinlich sagen, so ein Survivor mit wenig Kilometern, in diesem Fall ja noch mit dem originalen DIN-Kennzeichen, was finde ich auch so herrlich zeitgenössisch immer zu den Autos passt. Das stimmt. Ja. Ja, das Auto ist seit 1998 auf mich zugelassen. Respekt. So lange mit einem Auto gibt es, glaube ich, nur noch ganz selten. Aber jetzt ist es ja eine der letzten Fahrten. Das stimmt. Für dich, denn das Auto bekommt eine neue Heimat. Genau, es bleibt zwar in der Familie, aber es geht aus meinen Händen. Fällt dir das ein bisschen schwer? Ein wenig. Peter, ein wenig fällt es schwer, nach 25 ja. Jahren sich zu trennen. Und beim Erklimmen der Hügel hier im Tharander Wald singt uns der Fünfzylinder sein Lied. Also ich denke, wenn sich das für mich ergeben hätte, so ein Auto, ich hätte definitiv auch Urlaubstouren mit ihm genutzt, ja. Das zu genießen, dieses besondere Flair durch diesen rauchigen Sound. Die lange Bauzeit von 1991 bis 2000. Ein Auto mit der Basis des Audi 80 B3 bis in die Bauzeit des Audi A4 B5 hineinzutragen, konnte meiner Meinung nach auch deshalb funktionieren, weil das Design einfach nicht alt wird. Das stimmt. Wenn ihr jetzt so ein Audi Cabrio fahren seht, schreibt mal ganz ehrlich, wer von euch, der dieses Video schaut, würde auf Anhieb sagen, der ist 32 Jahre alt. Also ich gehöre definitiv nicht dazu. Außerdem mag ich das Design. Ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich mag die Formsprache. Ja. Das ist einfach schön. Die definitiv. Ein guter Mix aus klarer Kante und moderneren Designelementen. Aber auch mal Spaß, ne? Auf jeden Fall. Herrlich. Er kann, wenn er will. Herrlich. Ja. 32 Jahre alt und kein bisschen müde. Schön. Das ist doch Youngtimer-Fahren, was einem die Mundwinkel in Richtung Ohrläppchen treibt. Auf jeden Fall. Was den Tempo. Da wacht ja immer so das innere Kind in mir auf. Auch Freunde, die Soundaufnahmen werden herrlich. Soundaufnahmen sind eigentlich ein gutes Stichwort. Die können wir gleich machen. Los geht's. Er vor uns an, dass er keinen Airbag hat. Ja. Audi ist da einen Sonderweg gegangen. Okay. Mit einem System, was sich Proc 10 nennt. Ist das nicht diese faltbare Lenksäule? Beim Frontcrash zieht der sich nach hinten bewegende Motor die Pedale und das Lenkrad ein. Okay. Spannende Erfindung. Aber irgendwie fühle ich nicht mich durchgesetzt. In einem Airbag-Auto dann doch sicherer. Auf jeden Fall. Ja. Unsere Wolke ist auch zurück. Das heißt, wir beschließen das Video jetzt so ein bisschen grau in grau. Ihr habt gerade den wunderschönen Fünfzylinder-Sound von außen gehört. Habt genießen dürfen, wie dieses Auto vorbeigleitet. Und ich finde, ich genieße es auch, mit diesem Auto hier zu gleiten. Ein bisschen das Römpelpömpel zu hören, was ein 80er, 90er Jahre Auto noch machen darf. Ohne dass jemand mit dem Laptop vorher dabei gesessen hat und genau programmiert hat, so jetzt machst du Peng und jetzt machst du Peng und jetzt machst du Peng. Also das kommt nicht aus einer Soundbox, Ja. Das kommt wirklich aus einem Auspuff. Das ist noch echt. Unverbranntes, was sich im Auspuff entzündet. Ganz umweltfreundlich. Ich merke es halt immer wieder, die Youngtimer-Welt ist so vielfältig. Definitiv, Peter. Ne, gerade hier als Fünfzylinder.
macht einfach Spaß. Schön. Ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja eines Tages mal. Aber dafür brauche ich erstmal ein bisschen mehr Platz in der Garage und in der Brieftasche. Und die Preise sind noch günstig. Das ist ein Pluspunkt, den man anführen kann. Wenn ihr euch für so ein Fahrzeug entscheidet, wesentlich günstiger als ein BMW E30 Cabriolet. Warum auch immer. Aber es ist halt so. Die Preise bewegen sich so um die zwischen schlechte Modelle bekommt man so ab 6,5. Hm. Gute Modelle streuen bis 10, aber dann wird es schon eng. Aber selbst das ist ja verglichen mit den BMW-Preisen. Ja, sehr moderat. E30 Cabrio, gerade als 325. Das ist ja schon jenseits von Gut und Böse. E36 Cabrio zieht auch nach. Mercedes W124 Cabrio, ganz heftig angestiegen. Aber das ist eine Klasse höher, würde ich sagen, Peter. Ja, stimmt. Ja. Also mit einem 124er würde ich das jetzt hier nicht vergleichen wollen. Nee, das stimmt. War aber, glaube ich, das einzige Mercedes Cabrio. Nee, ja. Dann gab es halt nur noch den SL, eine Klasse. Aber da reden wir schon von ganz, ganz, ganz anderen Klassen. Genau. Na, aber hier vielleicht ist es wirklich so die sachliche Optik, die so ein bisschen das Herz vieler Youngtimer-Fahrer noch nicht angesprochen hat. Kann sein. Ich kann euch jetzt wirklich aus der Tiefe meines Herzens empfehlen, traut euch. Jetzt nochmal schön durchziehen. Was das Herz definitiv anspricht, liebe Freunde, ist der Sound. Und wenn er Drehzahl bekommt, geht er auch vorwärts. Jawohl! Zum Leid unserer tollen Beifahrerin. Genau. Kommt mal einen ganz großen Applaus, Freunde. Für die tapfere Kamerafrau. Damit möchte ich mich aus diesem Video verabschieden. Erik, vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. War mir ein Riesenvergnügen. Ich hoffe, für euch war es auch ein Vergnügen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, allzeit gute Fahrt. Hab euch lieb. Ciao. Ciao.